Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Love and Sex Second Base. Weiter geht's hier. Wir machen erstmal wieder ein paar Workouts, weil irgendwie müssen wir ja noch mal ein bisschen mal die Energy verpulvern. Wir dürfen... Fuck. Ich habe hier die $10 bei Sascha verloren. Oh, das war dumm. Oh, das wird böse. Das war sehr unklug. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich die $10 verloren habe und ich aktuell keine Chance gerade sehe, Geld zu verdienen. Dafür muss ich Buße tun. Dafür muss ich in die Kirche und Buße tun und mal Buße gehen. Denn dort treffen wir den nächsten Charakter, und zwar Harmony. Harmony. Ein spezieller Charakter, der auch einen gewissen, wie Morgan, einen gewissen Trait hat. Und zwar, wir gehen natürlich ins Bathroom und wollen uns mal diesen christlichen Erguss abholen oder machen. Also nicht von ihr. Ne? Wir gehen da einfach nur rein und ja, müssen einfach mal unseren Glauben gut tun. Natürlich denken wir an das. Da brauche ich zum Glück einfach nichts schneiden. Ja, alles okay. Ja, natürlich ist alles okay. Horrible. Ich hoffe, sie hat nichts davon mitgekriegt. I'm sorry. I'm so sorry to walk into you, sir. Sir? Ja, du weißt Bescheid, ne? So, Harmony hat leider... Doch, sie hat eine Vertonung. Aber nur ganz kurz so ein bisschen Tontext mit reingekriegt. Also auch ihre Stimme werden wir mal hören. Ich habe einen fucking Tag. Denn wir haben no money. Wir gehen mal ins Aquarium und talken nochmal morgen eine Runde. Geben wir mal eine nochmal mit dazu. Vielleicht. Na, mit dem Birthday-Date-Fragen warten wir nochmal ein bisschen. Wir gehen nochmal zu Shrory in den Park. Da haben wir nämlich aktuell auch noch ein bisschen Zeit. Können wir ihr mal ganz kurz sagen, dass sie amazing ist und können hier nochmal einen Run machen. Das spart uns immer ein bisschen Freizeit und wir kriegen ein paar Points oben mit drauf. So, zu Hause angekommen. In der Küche können wir auch erstmal mit Sascha mal eine Runde frühstücken. Hi. Wir haben sowieso keine Kohle. Wir können aktuell sowieso nichts holen. So, was ist los? Hello, hey you guys. Don't let me forget you pick up some... Grossy today, hä? Eieiei. So, auf alle Fälle werden wir auch merken, dass zwischen den beiden ein kleiner Machtkampf noch entbringen wird. Sind ja wirklich unterschiedlich wie Tag und Nacht, also so eine Gemeinschaft kannst du gar nicht haben. Deswegen schade, dass nicht alles vertont worden ist. Wäre echt cool geworden, wenn alles so in der Richtung her vertont worden ist. So muss man halt dann doch den Rest ein bisschen unten mitlesen. Das werdet ihr auch merken, wird nach der Zeit immer weniger und weniger werden. Und ja, yeah, hell, the Convidence Store. Ging eigentlich nur um den Convidence Store. So, wie sieht's aus bei Sascha? You're so cool, Sascha. Always turning me on to new music. And well, just being great in general. Sie sagt schon mal, wir sind really cool too. Das wird sich nach dem heutigen Tag aber gleich wieder ändern. So, aktuell, wir können mal mit den beiden nicht kein Fernsehen gucken. Das würde wieder zu Differenzen führen. Beide sind nicht aktuell. Das Einzige, was man mit den beiden aktuell gucken kann oder gucken könnte, wäre ein Porn. Wir gehen noch mal ein bisschen laufen, weil ich die Fitness noch ein bisschen nach oben bringen will. Für mich auch ein unheimlich wichtiger Perk, den wir mal ein bisschen in Gang bringen sollten. Shirori ist jetzt gerade aktuell dabei, dass ich die neue Update gesehen habe, also eine neue Sache dafür kommen wird und ja, ich bereite mich schon mal auf mein Gewitter für den Abend vor. So, aber wir können mit Sascha noch ein bisschen Movies gucken. Porn solltet ihr noch nicht anfangen. Wir gucken nochmal einen Horrorfilm mit ihr. No problem. So, Bree ist in der Küche, da nehmen wir uns natürlich noch etwas zum Mampfen mit. Why not? Bei Bree können wir aktuell auch nicht weiterkommen. Da geht erst die nächste Storyline weiter, wenn wir sie samstags im Arcade antreffen werden.
So, don't have enough money. Das, was ich eigentlich vermeiden wollte, ist so. Und ja, wir müssen jetzt leider die Girls anlabern und kassieren minus 5. Ansehen bei denen. Aber es geht noch. Minus 5 ist noch okay. Dafür haben wir ja die Z-Box gekauft. Hätte ich das schon mit Event nicht gemacht. Aber naja, gut, da kann man jetzt nichts machen. So, wir trinken noch einen Kaffee. Hello. Hi. Zum Glück kriegen wir die minus 5 schnell wieder raus. You can play video games, watch TV, or even just talk about nothing. So, das haben wir immer schon mal hingekriegt. Dann gehen wir nochmal eben. Computer? Ich glaube, das kennen wir schon. Deswegen lasse ich das mal ein bisschen vorgehen. Wir machen nochmal den Abwasch und gehen nochmal hier hin und saugen hier nochmal ein bisschen durch. So, da gehen wir nochmal nach Sascha und entschuldigen uns dabei ihr auch nochmal. Ja, ne? Hat ja ein bisschen geknallt, ne? Können wir schon? Ja. Pop and Metal aren't friends. Each knows exactly where the other lives. They choose different streets. Und Zipcodes, genau. So, dann haben wir das auch drin. Und jetzt müssten wir allerdings mal eigentlich was tun und ein bisschen arbeiten gehen. Denkste. Denn Shiruri taucht auf. Shiruri, do you have a minute? Hold on, mister. Yes. I'll let him know right away. Okay. She hang up the phone. Okay, was denn? That was the order you called them for yesterday. Yesterday? They'll be making their way in by tomorrow. And... Yeah? Yesterday. Tomorrow. Oh my gosh, mister. The Parkerson appointment. I totally forgot. I'm so sorry. Oh, Shiruri. Sorry isn't going the cutest. You're in deep trouble. Do you understand? No, I'm going to have to stay overtime just to find the replacement I have. A replacement. I have plans. I can't just go around fix your mess. I guess you're going to write me out, aren't you? Ah, Shiruri. Fang schon mal die. What? Oh, I'm sorry, boss. Did you hear that? What did you say to me just now? Oh, nothing. I just said, what are you going to do, Spin? I what? Well, you aren't going to write me up, right? Shiruri? Guess you could punish me some other way. Was? I mean, that would get the message across not to mess with you anymore. Wait a minute, are you... I shake my head. No, never mind. Just see if you can get them to result. Or else you are really... Are you going to get it? Oh, yes, sir. Just make sure if you make another mistakes. Meine Güte. And you better make sure it's not something so important. I don't want to get really angry with you and make a... I don't want to make a discreet decision. Dabei beißt sie sich auf die Lippen. Ja. Was soll aber Shiruri noch sagen, hä? So, work normal. Oh, passt, ich hab Hunger, ich will was essen. Der Tacho ist schon wieder fast. Would it be possible for me to finish early tonight? Warte mal, halt, du hast Scheiße gebaut, du bist früh nach Hause. Wie bist du denn drauf? Mann, ja, hau ab. Ist okay, verschwinde. Thank you, sir. Ah, bitte. Oh. Gott, ich merke jetzt schon, dass ich... Oh nein. Oh my gosh. Hey, old roomie. Die Stimme meines Herzens sagt mir gerade, verschwinde. Mein Gehirn sagt, lauf weg. Und meine Arme versuchen schon in schleuderhaften Bewegungen Gas zu geben. Doch meine Beine bleiben einfach auf dem Boden mit meinen Füßen stehen. Und Samantha taucht auf.
So. Zum Glück habe ich schnell neue Roommates gefunden. Sam. It's good to see you. I'm sorry I didn't get to say goodbye when we moved out. Ja, ist klar. Komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich habe zwei neue Roommates. Eigentlich ist die Sache für mich ja eigentlich das Beste, was mir hätte passieren können. So brauche ich die beiden nicht beim Rummachen irgendwie mal erwischen oder sonst was alles. Eigentlich habe ich ja den perfekten Schuss gemacht. It's alright, I understand. I know Ryan. You probably pop a question on you out of nowhere. Thanks. You always know what to say, don't you? Anyway, where are you headed at this time of day? Just looking for something to do, I guess. I was lucky I ran into you. So, how's that whole thing going? Did you guys find a nice apartment? Oh yeah, it's a lot smaller than the house, but really cozy. Ryan can be so romantic sometimes. Sometimes, okay. Ah, nein, schön zu sehen. Dann haben die beiden halt ihren Start gemacht. You're still moving in, right? You left a few things back at our old place. You should come get them before Sasha and Bree end up fighting them. Sasha and Bree? You got two girls. Ryan didn't tell me that part about the replacement. Tja, Ryan hat so einiges noch nicht erzählt. You can finally get a girlfriend. Eventuell. Don't say that. They're just there to help me pay for rent. Oh, don't deny it. I know there's love hiding somewhere in that heart of yours. Vielleicht hat sie ja gar nicht mal so Unrecht. Come on, you know I'm just kidding. Even though it wouldn't hurt to get out there. Ist okay, ist okay. So, was gibt's jetzt? So, wir wollen jetzt mal auf das Thema ganz kurz abbrechen und mal zurück. Let's talk about the university. How's uni going for you? It's all right. I should really find a tutor for some of it, though. I can always help you with some of that. Oh, that's okay. Ryan said he would study with me soon. Ah, okay. Warum nicht? Kann er machen? That's good. Das ist doch in Ordnung. You remember my major, right? Literatur. Yeah, thanks for remembering. Hey, Ryan. Und Ryan ruft an. Yeah, of course I did. Hast du den Herd ausgemacht, bestimmt? I'll be over as soon as I can. All right, love you too. See you in a bit. Samantha, ich glaube, du musst los, I'm oder? Sorry, I have to go. Ryan's taking me out. Gerne doch. Adios, bye bye und auf Wiedersehen. Sweetheart. Oh ja, wirklich. Ach, habt doch so viel Spaß miteinander. Thanks. We definitely will. Make sure you find something to do today. I don't want to come back and find you still wandering around. I'm not wandering. Ja, genau. Das erste Aufeinandertreffen mit Samantha ist also jetzt gekommen. So, da wird es später auch nochmal eine Route geben. Da werde ich euch auch nochmal demnächst nochmal anfragen. Ich glaube, wir werden jetzt ab heute die Abstimmungen auf alle Fälle laufen lassen für Bree. Mal sehen, wie eure Entscheidungen ausgegangen sind. Dann kann ich mich darüber schon mal darauf eingehen, wie das wohl aktuell laufen wird. Frage ich jetzt schon mal über Samantha Root nach? Die werden wir erstmal aber nicht anspielen. Weil die Samantha Root ist nämlich eine ganz schön tricky Root. Wir können bei Samantha, ich erkläre jetzt mal ganz kurz die Route von Samantha. Es gibt drei verschiedene Routes, die man mit Samantha gehen kann. Ihr könnt einmal die Route mit Samantha gehen, in denen ihr sie wieder erobert. Dann gibt es die Route, in denen sie mit Ryan glücklich wird. Und es gibt noch eine andere Route, wenn ihr die richtigen Sachen geht. Dann, ja, ist auch Spaß da. Naja, eigentlich vier Routes, wenn man nicht aufpasst. Naja, gut. Es sind drei Routes, wobei eine Route auf alle Fälle entweder in die erste Route, also ihr kommt wieder mit ihr zusammen gehen könnt, oder in die Route, in die neue Route, dass ihr, ja, drei Genossen auf einem Berg seid, ne? Problem allerdings bei der Samantha Route, die ich euch ganz auf Herzen ans Herz legen möchte, ist, fangt die später an, geht die nicht zu schnell an. Weil die Samantha Route, wenn ihr dann das Girlfriend Route bei Samantha gehen wollt, habt ihr ein Riesenproblem mit Dates. Samantha ist jeden Abend fast immer im Pub. Und geht ihr zum Pub-Date,
Ne, also ihr habt morgen oder sonst was alles beim Date dabei und ihr geht in den Pub, sieht das Samantha und wird scheißen eifersüchtig auf euch und macht euch wirklich die Hölle heiß. Ne, dann verliert ihr Samantha sowieso. Samantha ist ein sehr, sehr interessanter Charakter zu steuern. Sie kann auch in ein Harem gesteuert werden, das geht auch. Aber das Problem bei Samantha ist das, dass ihr wirklich aufpassen müsst, weil ihr noch verschiedene andere Dates ja haben wollt. Ihr wollt ja auch noch vielleicht ein paar andere Partner kennenlernen. Dann habt ihr das ganz große Problem, wenn ihr Samantha zu früh datet und zu früh ihre Storyline durchballert, dass ihr bei Samantha echt die Schwierigkeit habt, ein paar Dates nachher gut hinzukriegen. Na? Das kann euch übrigens auch bei Sasha passieren in der Mall, wenn ihr nachher am Nachmittag eine Date in der Mall habt und so. Aber darauf können wir nochmal alles nochmal nach und nach zu sprechen. So, ich wollte aber jetzt mal an die Mall, fällt mir gerade so ein. Ich wollte nämlich mal hier rein und wollte nämlich mal ganz kurz gucken, was hier aktuell gerade hier am Buch. Massage wäre zum Beispiel zum Glück sowieso unwichtig gewesen. So, wir haben überall ganz viele Bonuspunkte gekriegt. Bei Samantha sind wir auch gerade. Okay, das wird jetzt doch schon die Root, ne? Oh, I meant to tell you this before. But did you see that there's a really great water park just around the corner from here? Ah nee, jetzt kommt zum Glück das. Okay, werde ich machen. Zum Glück. Samantha gibt uns erstmal den Tipp, dass wir die Swimsuit holen sollen und wir stellen uns schon mal bildlich imaginär Samantha mit einem Swimsuit vor. Ja, läuft bei uns, ne? Kann man sich so viel Vorstellungskraft schon machen. Ja, er hat angekommen. Are you okay? Ich schreibe das Wort okay. Ach, der Kaffee war zu stark. Oh no, I'm okay. And we should definitely. Also wir sollten definitiv mal ausgehen. Wird aber erstmal auch soweit der Zeitpunkt nicht sein. Ja, werde ich machen. Werde ich noch alles hinkriegen. So, buy a swimsuit. Zu Samantha ganz kurz noch was gesagt. Samantha, auch ab einem gewissen Status werdet ihr nicht daten können. Weil Samantha mit Ryan zusammen ist. Und sie auch sagt auch immer dazu, ich bin mit Ryan zusammen, ich würde kein Date machen wollen. Na, nur mal auch dazu Samantha noch mal was zu erzählt. So, wir gehen wieder zurück ins Office, weil ich wollte eigentlich nur gucken, welches Buch aktuell da ist. So, ein bisschen gearbeitet haben wir auch noch nebenbei. 18 Uhr ist es auch schon. Ah, an der Universität sollten wir mal bald vorbeigucken. Wir könnten ein bisschen Spaß vertragen. Mit Bree etwas Discovery Channel wieder gucken. Why not? Dann haben wir uns noch mal ein Meal rein. Warum nicht? Wer klopft da wohl so unangenehm an die Tür? Ich weiß gar nicht, ich mache so Leuten einfach nie die Tür auf. Die wissen, dass es eine Klinge gibt. Black Haired Bitch. Oh, this is not for me. That's mine, I guess. Was ist das, was da vor die Tür heimat? Nuh-uh, you answer it. I need a meat shield, so his dumbass doesn't try to barge inside. Oh. Soll ich deine Probleme regeln? Ach, okay. Meine Güte, ich komm ja schon. Was willst du? Sag mal, ist heute irgendwie Metallica-Großkonzert ausgebrochen oder was ist bei euch kaputt? Wer ist Sascha? Matten. I'm right here, genius. How the hell do you get this address? I have my ways. Ich habe auch einen Weg. Der führt nach hinten durch die Tür durch, an der Straße links oder rechts vorbei. Und wenn du ganz fleißig bist, kriege ich dich sogar noch über den Gartenzaun da hinten rüber. Da ist man ja gar schon wieder richtig bedient. Okay. Was ist das? Cheating whore? Hab ich was verpasst, Sascha? Okay, ich bin hier wieder völlig falsch am Platsch. Was ist er hier? Okay, mach dir mal. Maybe because you're the kind of jackass who comes pounding on my door uninvited. Wir merken also, Sascha bringt ihre Probleme gleich mit. Wo ist das? Wingpunk? Ey, jetzt wird's aber langsam wirklich mal ein bisschen, ne? Meine, ihre Standards sind. Junge, das Garten, das Haus und das nächste Gartentor, da hinten wirkt gleich dein bester Freund, ey. Oh.
Not always low as they are real. So, einfach mal hinterher gefeuert. Kriegt einen Spruch hinterher. Es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten, oder hätten wir schon ein bisschen mehr haben müssen. Knock it off. Get out of here before I call your mom and tell her you're still picking fights. Was? Echt jetzt? Deine Mom? It's hard to believe that's even true. Was? Ehrlich, ihr habt was Besonderes? Was war's denn? Sorry about that. Naja. Ex, I take it? Unfortunately. Gut. Kannst du dir das komische Ding das nächste Mal sagen, es soll irgendwo anders gehen? Yeah, well. Maybe you'd be surprised by what I'm into. Okay. Läuft. Okay, wir haben Sashas Ex Scotty kennengelernt. Scotty nimmt aber nur eine sehr, sehr kleine Rolle in diesem Part hier ein. Scotty kennt aber, nimmt aber wahrscheinlich eine größere Rolle in der Bree-Story ein. Wir haben eigentlich nur eine kurze Szene, die kann ich auch spoilern, das ist kein Problem. Es gibt eine kurze Szene mit Sasha und Scotty, in dem wir mit Sasha einen Dreier machen können, mit Scotty zusammen. Das könnt ihr bestimmen oder nicht bestimmen, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Wir werden aber Scotty schnell aus dem Leben hier verdrängen, ne? Also das dürfte euch ja wohl schon klar sein. So, nach diesem schönen überfallartigen Angriff habe ich mir eindeutig ein Bad verdient und werde mich jetzt mal in meine Ruhe des Bettes versägen. Und wieder morgens um 6 wieder aufstehen. So, das Bad musste einfach mal sein nach dieser ganzen Szenerie, die da abgegangen ist. So, ein bisschen frühstücken, Kaffee trinken. Bisschen Hausarbeit wieder machen, bei Bree wieder ein bisschen anpointen. Na, sind wir schon bei 20%, das ist sehr gut, aber ich gebe trotzdem noch einen Konto. Sehr schön, bei Bree sind wir also auch wieder am Start gekommen. Wir könnten noch mal ganz kurz unten einmal unser Raum aufräumen. Immerhin sind wir dann schon bei 60% und könnten mal wieder zum Arbeiten gehen. Oder wir gehen mal zur Universität. Und wir können mal ein paar Bücher lesen, oder? Nee, doch nicht. Wir haben 109. Vergiss das mal lieber. Wir müssen ein bisschen Kohle machen jetzt aktuell. Sonst kommen wir hier aktuell gar nicht weiter. So, also. Hello? Mhm. Es kann gar nicht schlimmer kommen, dass wir jetzt noch einen Shady Guy noch mal dazu treffen. Yeah. That was an honest mistake. Wir werden zwar ein bisschen davon... Yeah. Einbüßen 83%, aber hätten wir das andere genommen, wäre es noch schlimmer geworden. Und immerhin haben wir wieder einen neuen Salary rausgeholt. So, läuft also soweit. Ab. Wer ruft mich denn da an? Hello? Do you remember me? OMG, it's me, Alexis. OMG, you have the wrong number. Auflegen. So, Alexis tritt in Erscheinung. Alexis? Wow, yeah, it has been a while. Oh mein Gott, Alexis is back. Unser Girlfriend von der High School ist also auch noch mit angetreten. Welcome back, Alexis. Warum sie uns auch jetzt immer trifft. Und sie ist Kylies ältere Schwester. Zu Kylie kommen wir noch. So, how'd you get this number? I found out from the company's director, of course. I heard from a friend online that you got that big time promotion. Warum hat sie sich sonst bei uns gemeldet? So, I thought I'd congratulate you. Oh, thank you. Wie geil das ist, wenn man eine Promotion bekommt und ein bisschen mehr Kohle in der Tasche hat, wie sich auf einmal die ganzen Ratten auf einmal wieder melden. You know me too well, don't you? Ja, definitiv. You got me. Here's the deal. You got that cushy new job. Yeah. I got myself a new dress. Oh. I was thinking we'd meet for dinner. What do you say? Wir nehmen sie mit rein. Warum nicht? Dinner? Yeah, actually, that sounds great. I haven't been able to properly celebrate yet. Where were you? Oh, just a little place called Trace Reach. Trace Rich? That's expensive. Sagt der Name Rich schon auswendig. Not for someone in your tax bracket, it isn't.
Was denkt die, dass ich dass der ganze Laden mir gehört? Ah, na gut. When would you like to go? I'll call you to let you know. Works for me. Will I pick you up or? That's fine. I'll just meet you there. Let's take baby steps, getting back into each other's lives. Sehe ich auch so. You know, not like I'm gonna bang you on our first date. Lieber nicht. Won't be the first time. Hm. Das wäre ich das erste Mal. Nothing. I'll see you there. Sounds great to me. See ya, honey. So, wir haben also Alexis getroffen. Ja, wir haben sie getroffen. Sir, would it be possible for me to finish early tonight? Shirori, Scheiß Zeitpunkt. Verpiss dich. Geh. Oh Mann. Ja. Thank you, sir. Hau ab. Null. Okay. Nein, wir gehen jetzt nicht in die Mall. Wir gehen in die University. Muss man den Kopf freikriegen. Irgendwie. Hm? Hey, you over there, hä? Drehen uns um und gucken. Und? Ben? Ja? Immer noch? Ja? Treffen. Kylie, die Schwester von Alexis. So. Jetzt treffen wir also auch endlich mal den Wahnsinn himself, Kylie. Und ja, ich glaube doch, die ganze Familie hat eine Waffe, aber... Mir persönlich, ich mag Kylie am liebsten, weil Kylie zeigt mit offenem Messer halt, was sie von dir hält. Und ja. Erstmal nachfragen, wer sie ist. I'm Kylie. Alexis' Sister. Oh shit. Kylie, is that really you? Naja, vielleicht ein bisschen größer geworden seit der Highschool. Könnte ja mal sein. You grew up. Ja, du bist groß geworden. Ziemlich groß geworden. Ganz schön groß geworden. I can see that, Kylie. You look? Also, bei Kylie könnte ja auch verschiedene Routen gehen. Da werden wir auch noch demnächst eine Umfrage machen. Really good. That skirt, the shirt, well, they really flatter you. Wir haben keine Ahnung, meint sie, wie ihr das freut, dass sie das aus unseren Lippen kommt. Everyone's seen me as Alexis' helpless little sister. Also hilflose kleine Schwester. I'll be waiting for some to come along and I can't see me for what I really I am. Mhm. Denn Kylie hat schon damals ein Auge auf uns geworfen. Und als wir mit Alexis zusammen waren. Und nun, ja... Kylie weiß ja, dass wir aktuell, denke ich mal... Okay, I guess. I can't complain. Kylie, komm, mein... Das ist eine Katze, ihr Maus. Ja, ich habe einen sehr interessanten Job, aber jetzt fang du nicht auch so an wie die, bitte deine Schwester, ne? Sonst fliegst du auch gleich über den Campus. Wait a minute, Kylie. Why would you know anything at all about my job? What I wouldn't I... Heidi versteht sich jetzt schon mal in so kleinen Aussagen. Did Bree tell you about what's going on in my life? Bree? Falsche Aussage. Yeah, Bree, you know. My housemate, she goes here too. Bree, yeah, that's who I told me about you. Mhm, ja, ja. Sie kennt Bree kein Stück. Ja, doch, sie kennt sie, glaube ich, schon, aber sie wusste nicht, dass wir Housemates sind. Finally to see you. Sehr schön. Ja. You're serious. Bree talks about me that much? Ja, pretty weird. Ja, wahrscheinlich. Ha ha ha!
Why would you let me know if you had a room free there? Ja. I'll try to keep it in mind, Kylie. Anyway, it's good to know that you're here and doing okay. Also. Kylie hat auch noch ein verstecktes Perk mit der Brille. So, damit haben wir also auch die Sisters Kylie und Alexis mal kennengelernt. Ich sag ja, es wird langsam mehr. Und ja, wir werden mal schauen, weil erstmal müssen wir sowieso noch ein bisschen warten, bis wir Kylie müssen wir danach auch einmal wieder treffen. Wow. Kylie ist hat auch einen speziellen Trade, den werde ich aber ganz schnell merken. So, erstmal gebe ich morgen erstmal ein Kompliment mit drauf. Jetzt frage ich sie mal nach dem Birthday. Und ich darf nicht vergessen, heute hat auch Brie Geburtstag, ne? Okay, ich muss in den sauren Apfel beißen. $100 nochmal für einen Teddybären ausgeben. Ich habe gesagt, zum Geburtstag kriegt jeder was. So, Brie. Hi. Happy Birthday geht wohl nicht, wa? Dann gibt es gleich ein Geschenk wieder drauf. Nee. Hat nicht heute Brie Geburtstag? Oder hat Brie morgen Geburtstag? Ich hätte gedacht, Brie hat heute Geburtstag. Dann hätte die scheiß Teddybär ja gar nicht kaufen sollen. Nö, dann gibt's das nicht. So. Ich will mein Teddybär nicht, mein Geld nicht ausgeben dafür. Ich dachte, Brie hat heute Geburtstag. Naja, gut, passt. Wann hat die denn Geburtstag? Nein. Zack, Brie. Am 5., am 7. hat die Geburtstag. Ach so, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Morgen heute, am 15. Winter. Samantha, wissen wir nicht. Gut, brauchen wir auch nicht. Sie hat Spring am 21., okay, das ist ein Frühling und Sherori Spring 23. Überläuft. Viele Frühlingskinder hier dabei. Der Frühling war wieder fleißig. So, einmal arbeiten bitte wieder. Ich brauche wieder aber ein bisschen Geld in meine Tasche. So, wir haben es 19 Uhr. Ja, ich werde heute dementsprechend getrost ab nach Hause wackeln, denn der Tag heute für mich war mehr als ausreichend genug. Erstmal Kompliment noch an Sascha raushauen. So, das haben wir auch erledigt. Wir haben es 19 Uhr. Ich werde einfach mal eine Stunde warten, damit wir gleich gemeinsam alle nochmal eine Runde Abendbrot essen können. Läuft also auch der Tag mal wieder ein bisschen an. 60% Hausarbeit haben wir auch schon geschafft. Würde uns jetzt... Ich hoffe, nein. Sascha ist absolut im Moment da. Wir können mal hier sauber machen und nochmal hinter die Dusche springen. Ja, kriegt ihr beide. Was macht ihr beiden eigentlich zusammen im Badezimmer? Die Frage müssen wir auch mal irgendwann auf den Grund gehen. Und ich lege mich jetzt einfach mal hin. So, dann haben wir also wieder genug erstmal wieder durchgezockt. Wir haben also wieder noch ein paar mehr Leute auf unserer kameradschaftlichen Matte kennengelernt. So, unsere Trades lasse ich gerade so ein bisschen hinten liegen. Auch das Geld läuft langsam, ja, so stetig vorhin. Aber wir kommen schon langsam in ein ganz gutes Startverhältnis rein. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, wir lassen jetzt erstmal die Abstimmung von Brie erstmal beenden. Dann werde ich mal gucken, auf wen wir die nächste Abstimmung setzen werden. Ob wir sagen werden, wir werden dann Kylie eine Abstimmung machen. Oder, ja, ich denke mal, Kylie wird als nächstes kommen. Ich werde eine Kylie-Abstimmung als nächstes starten lassen, um zu wissen, wie wir Kylie spielen sollen. Weil bei Kylie gibt es auch einige Routes, die wir spielen können. Eine sehr gefährliche Route und eine sehr safe Route. Guckt einfach mal in den Community-Tab rein, da steht dann geschrieben, welche Routes es bei Kylie geben wird und für welche ihr euch entscheiden werdet. Auf diesem Wege bedanke ich mich mal wieder recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.